Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich eine andere Julia im Podcast. Allerdings eine andere Schreibweise und zwar mit Y, ganz interessant. Und das ist die Julia Grashoff. Und mit Julia habe ich mich über das HPV-Virus, das humane Papillomvirus, unterhalten, was, wenn das Immunsystem da nicht wirklich zurechtkommt, tatsächlich auch zu Gebärmutterhalskrebs führen könnte. Und ja, wir sprechen darüber, was das HPV-Virus überhaupt ist, wie man sich anstecken kann, was die Schulmedizin dagegen tut und was du vielleicht auch natürlich, auch mit Hilfe einer Heilpraktikerin, aber schon allein mit deiner Ernährung und mit deinem Lebensstil tun kannst, um dein Immunsystem zu stärken, um dieses Virus und auch diese veränderten Zellen, die dadurch entstehen können, entgegenzuwirken. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Podcast-Interview und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das gerne nach und dann verpasst du auf jeden Fall keine Folge mehr in Zukunft. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast-Interview. Julia, ich freue mich, dass du heute im Podcast bist und ein wenig über deine Geschichte und das HPV-Virus sprechen möchtest. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Bevor wir richtig loslegen, würde mich wahnsinnig interessieren, was du heute zum Frühstück hattest. Ich hatte tatsächlich vor einer halben Stunde gefrühstückt und ich hatte mein übliches Frühstück, das ist ein Porridge. Das mache ich mir immer mit Mandelmilch oder Hafermilch, mit Kurkuma, viele Beeren, Kürbiskerne und Leinsamen, genau. Lecker. Genau. Das ist so mein übliches Frühstück seit schon einem Jahr ungefähr und ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Nimmst du immer Leinsamen und Kürbiskerne oder machst du Seed Cycling? Das hört sich gerade. Ich mag Seed Cycling. Aktuell bin ich in der ersten Zyklushälfte und mache das mit Kürbiskernen und Leinsamen und ab der zweiten mit Sesam und Sonnenblumenkerne. Ja, super. Genau, ich probiere das mal aus, genau. Ja. Habe ich doch richtig gehört. Genau. Diese Kombination kenne ich. Bevor wir vielleicht so mehr auf deine Geschichte eingehen, wollte ich dich gerne mal bitten, dass du für alle vielleicht nochmal kurz erklären könntest, was das HPV-Virus eigentlich ist. Ich meine, ich habe das früher auch mal gehört, als ich noch in der Schule war, wo das irgendwie so ein ganz großes Thema war. Erklär es doch bitte mal für alle. Genau. Also ich muss auch sagen, als ich meine Diagnose bekam, wusste ich selber nichts von HPV und mir sagte das überhaupt nichts. Und HPV ist ein humaner Papillomavirus. Das ist ein Virus, der in Menschen vorkommt und wird meistens über die Schleimhaut übertragen. Und also meistens kommt es quasi übers Geschlechtsverkehr, kann aber auch über andere Schleimhautkontakte kommen sozusagen, aber so, ich würde sagen, der gängigste Weg ist über Geschlechtsverkehr sozusagen und HPV-Virus per se ist nur dann gefährlich, wenn er verschiedene Zellveränderungen bei Menschen hervorruft, ja. Also ich werde auf jeden Fall noch detaillierter darauf eingehen, was gibt es denn überhaupt für HPV-Viren. Es gibt über 150 Typen und diese ganzen 150 Typen werden in zwei große Gruppen unterteilt und zwar Low Risk und High Risk. Und die Low Risk HPV-Viren führen normalerweise zu Genitalwarzen. Die sind komplett harmlos, können auch ganz normal schulmedizinisch auch, aber auch naturheilkundlich behandelt werden. Und die High Risk können unter Umständen zu bösartigen Tumoren führen. Also zum Beispiel bei Frauen zu Gebärmutterhalskrebs, auch zu anderen Tumoren im Unterleib sozusagen. Müssen nicht, aber können auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viel recherchiert natürlich, was so die Statistik ist.
bei HPV und Krebserkrankungen ungefähr 4000 Frauen in Deutschland allein erkranken daran. Das heißt aber nicht, dass jeder Frau, die High-Risk-HPV-Viren hat, irgendwann mal an Krebs erkrankt. Da sind sehr viele Faktoren zu beachten. Darüber werde ich auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs erzählen. Okay, ja, vielen Dank schon mal für die Erklärung. Ja, genau, dieses Virus, und ich kann mich erinnern, da war damals diese Impfung ganz groß. Die kam gerade damals gerade raus vor, weiß ich nicht, über 10 Jahren. Ja. Aber, also du wurdest damit diagnostiziert, ne, mit dem Virus. Erzähl gerne mal deine Geschichte. Wie dein damit, wann wurdest du diagnostiziert und wie bist du da durchgegangen? Genau, gerne. Also wie gesagt, ich wusste grundsätzlich sehr wenig von diesem Thema, weil mich das nie, also ich hatte nie irgendwelche Diagnosen oder Probleme gehabt. Und Ende 2017 war ich bei meiner normalen Routinen-Krebsvorsorgeuntersuchung bei meinem Frauenarzt. Das mache ich einmal im Jahr, also sehr regelmäßig, sage ich mal. Das würde ich auch jeder anderen Frau sehr raten. Ich werde auch erklären, warum. Und da wird ja normalerweise so ein Abstrich gemacht für die Krebsvorsorge. Und normalerweise ist es so, sie sagen, wir rufen sie an in 6-7 Tagen, falls irgendwas auffällig ist, und wenn nicht, dann ist alles gut. Und so die letzten 30 Jahre, sage ich mal, es war alles im grünen Bereich. Es gab nie irgendwelche Probleme. Und aber Ende 2017 habe ich dann nach einer Woche einen Anruf bekommen von meiner Frauenärztin, was mich natürlich ziemlich erschrocken hat. Und sie meinte, ja, wir müssen sie zu einer weiteren Untersuchung schicken, weil die Zellen, die wir quasi im Abstrich uns angeguckt haben, die haben sich verändert und die sehen nicht so gut aus. Und ich habe dann auch versucht, genau zu erfragen, was das bedeutet. Aber ich habe keine wirkliche Erklärung bekommen. Das war natürlich sehr schlimm, weil ich wusste dann nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich wurde dann mit meinem Ergebnis, das war damals PAP2 oder PAP3, glaube ich, oder sowas. Dieser PAP-Test, das ist im Prinzip dieser Krebsvorsorge und das ist ein Zellabstrich. Und da gibt es je nachdem, wie stark die Zellen verändern sind, 5 verschiedene PAPs mit verschiedenen Buchstaben auch noch darunter, die auch ganz verschiedene Aussagen treffen, sozusagen zu Zellveränderungen, dann am Muttermund oder zum Beispiel auch in der Scheide oder in der Gebärmutter selbst oder auch an der Vulva. Also es gibt so viele verschiedene Bereiche, es geht nicht nur um Gebärmutterhals. Ja? Mhm. Genau, und bei mir war, glaube ich, damals PAP3P, wo es dann nicht so klar war, was sind das für Veränderungen überhaupt, aber die waren schon mittelgradig, sage ich mal. Genau, das habe ich alles selber recherchiert und mit diesen Gedanken bin ich zu einer weiteren Untersuchung gegangen. Die heißt eine Dysplasiestunde. Dort wird sozusagen dieser Befund, der beim Frauenarzt gemacht worden ist, nochmal unter die Lupe genommen, also wortwörtlich. Mhm. Man wird so eine Art Untersuchung unterzogen, wo man erstmal, also es wird alles unter Mikroskop angeschaut, der ganze Bereich am Muttermund und so weiter. Und es wird eine Essig- und Jodlösung benutzt. Damit wird alles betupft und das führt zu einer Reaktion mit veränderten Zellen. Das heißt, man kann da sehr gut sehen, welche Bereiche sind überhaupt betroffen und wie stark, ja. Und es wird gleichzeitig dieser HPV-Test gemacht. Mhm. Das ist quasi bei mir auch so passiert. Das ist auch so eine Art Abstrich. Also es ist nicht schmerzhaft, es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht schlimm oder so. Und dann wurde festgestellt, dass ich 2 verschiedene High-Risk-Virustypen habe. Und daraufhin wurde noch eine Biopsie entnommen, weil ich hatte schon kleine Stellen an Gebärmutterhals und 2 Stellen in der Scheide. Genau, und da wurde eine Biopsie entnommen und quasi so eine Art Zellveränderungsgrad ermittelt. Mhm.
Genau, das war so meine Erfahrung. Ich muss auch sagen, ich hatte leider eine sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrung in dieser Dysplasiestunde, weil die Frau, die das bei mir gemacht hat, sie war sehr, sehr unempathisch. Es ist klar, dass es für sie so täglich Brot ist. Ich würde tatsächlich allen Frauen auch empfehlen, für diese Dysplasiestunde jemanden zu finden, wo sie sich wohlfühlen, weil es ist sehr unangenehme Untersuchung und auch, würde ich sagen, psychisch belastend. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich dann nach dieser Dysplasiestunde eine andere Frauenärztin gesucht, bei der ich mich sehr gut gefühlt habe und habe diese Untersuchungen dann jede 6 Monate gemacht. Mhm. Genau. Also das kann man ganz normal, das macht der Frauenarzt. Diese Dysplasiestunde, nein, also der normale Pap-Test wird beim Frauenarzt gemacht und diese Dysplasiestunde, das ist normalerweise eine spezialisierte Praxis. Das heißt, nicht jeder Frauenarzt darf das überhaupt oder kann das machen, sondern man wird dann quasi überwiesen und geht dann zu dieser Dysplasiestunde. Und je nach Befund werden verschiedene Therapiemöglichkeiten angeboten. Ich sage jetzt mal eher nur im schulmedizinischen Bereich, ja? Mhm. Weil es gibt ja auch alternative Sachen, aber ich spreche erstmal darüber, was so die Schulmediziner anbieten. Sie sagen entweder, wenn die Veränderung nicht so stark ist, dass man das einfach beobachtet und ja, dass man irgendwie jede 6 Monate, je nachdem, oder jede 12 Monate zur Kontrolle kommt. Wenn die Veränderungen aber stärker sind, dann jede 3 Monate. Oder es gibt halt noch die Möglichkeit, die Stellen zu entfernen, entweder per Laser oder es gibt eine Art Operation für Gebärmutterhals, das heißt Konisation. Da wird so ein kegelförmiges Stück aus dem Gebärmutterhals rausgeschnitten. Mhm. Es ist aber so, man muss sagen, wenn man noch keine Kinder hatte, ist es schon auch ein Risiko. Weil man kann natürlich nicht endlos an dem Gebärmutterhals schneiden. Das kann dann die Schwangerschaft schon beeinflussen. Genau, und bei mir war es so, nach einem Jahr hatte ich 3 verschiedene Befunde. Es wurde ja beobachtet sozusagen. Ende 2017 war es bei mir 3D. Dann hatte ich im Mai 2018 eine Verbesserung auf PAP 2. Aber dann Ende November 2018 war es wieder PAP 3D. Und meine Frauenärztin, bei der ich dann im Krankenhaus war und die bei mir diese Untersuchungen und Biopsien genommen hat, sie hat mir empfohlen, das zu lasern und gegebenenfalls noch so eine Art kleine Ausschabung zu machen vom Gebärmutterhals. Und da habe ich mir gedacht, das finde ich zu krass. Also ich habe sie dann auch gefragt, ob das alles unbedingt sein muss, ist das eine absolute Notsituation, weil ich konnte das selber überhaupt nicht einschätzen. Ich war natürlich auch komplett irgendwann mal so belastet damit, dass ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass man überhaupt nichts machen kann, dass man da alles nur noch irgendwie abwartet und man hat ja immer diese Gedanken, ist das jetzt schlimmer geworden oder werde ich Krebs bekommen? Also viele Frauen geraten da wirklich in Panik. Ich habe auch sehr viele Foren gelesen, was Frauen so unter Angst sich dann einer Operation unterziehen, die überhaupt nicht notwendig ist. Ja? Mhm. Also es gibt bei verschiedenen, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Veränderungsgrad oder Grade, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Genau, und je nach Veränderungsgrad kann man was naturheilkundlich auch unterstützen. Ab einem bestimmten Grad würde ich auch zu einer Operation raten. Also ich sowieso nicht, ich bin ja kein Arzt, aber ich weiß, dass meine Heilpraktikerin auch gesagt hat, ab PAP 4 würde ich wahrscheinlich raten, die Sachen, also diese Stellen operativ zu entfernen. Aber alles davor muss nicht sein. Und sie hat mir auch gesagt, sie ist sehr froh, dass ich mich gegen diese operativen Eingriff entschieden habe und zu ihr gegangen bin. Und ich habe tatsächlich auch gleichzeitig eine neue Frauenärztin gefunden, die schulmedizinisch unterwegs ist. Und die hat mir auch gesagt, das ist bei Ihnen noch nicht notwendig. Mhm. Genau, und da würde ich auch jeder Frau empfehlen, sich vielleicht 2 bis 3 Meinungen zu holen, bevor man sich überhaupt für diesen Eingriff entscheidet, weil es ist auf jeden Fall nicht ohne Risiken, vor allem wenn man noch
Kinder haben möchte und wenn man das auch gut aushalten kann, sozusagen psychisch, sage ich mal. Genau. Nochmal für mich, ich bin jetzt auch nicht so ganz in dem Thema drin, also ich habe jetzt rausgehört, es gibt diese 5 Stufen, PAP 1 bis 5, war das jetzt richtig? Sogar PAP 0 gibt es ja auch, aber das gibt es bei Frauen im geschlechtsreifen Alter eh nicht, weil wir alle haben ja schon mal Geschlechtsverkehr gehabt und normalerweise ist da PAP 0 nicht wirklich möglich. Also PAP 1 ist auch unauffällig. Ab PAP 2 fangen so kleine Veränderungen schon an. Bei PAP 3 ist es schon eher so mittelschwer, würde ich sagen. PAP 4 ist auf jeden Fall schon fast bestimmt schon könnte eine Krebsvorstufe sein, die kurz vorm Krebs steht. Und PAP 5 ist Krebs quasi überhaupt nicht mehr ausgeschlossen, ja. Aber ich muss auch sagen, das, was ich, das vielleicht auch was wichtig ist zu erwähnen, was ich auch von den Ärzten zu hören bekommen habe, dass es sehr, sehr lange dauert, wenn man diese Infektion hat von HPV, dass es sehr, sehr lange dauert, bis sich überhaupt Krebs entwickeln kann. Es ist nicht so, dass ich das heute bekommen habe und morgen habe ich Krebs. Das ist überhaupt nicht so. Ja, manchmal dauert es zwischen 7 bis 10 Jahre, bei manchen Frauen sogar 15 Jahre. Ja, also wenn man an dieser Infektion nichts tut, dann kann sich das entwickeln. Wenn man verschiedene Dinge nicht beachtet und auf sich auch nicht achtet, dann kann es schon schneller gehen. Ja, aber normalerweise, also laut Studien auch, es ist eine sehr langwierige Geschichte. Also man sollte auf jeden Fall nicht in Panik geraten und sagen, mein Gott, ich werde morgen Krebs kriegen, weil ich PAP 2 habe. Deswegen mache ich jetzt eine OP. Also das ist auf jeden Fall nicht die Vorgehensweise, die ich wählen würde. Genau. Du bist ja da sehr belesen. Ich meine, war das ja auch, also es kommt ja jetzt vom Virus her. Sagt man ja, ne? Von diesen High-Risk-Typen, genau. Ja. Also in 70%, dieses Virus zur Zellveränderung führt, die dann zu Krebs, also dass diese Zellveränderungen so stark werden, dass es Krebs werden könnte. Und damals war ja, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so groß ist, damals gab es halt diese Impfung gegen dieses Virus. Genau. Hast du da, wie ob diese Impfung wirklich auch hilft? Gibt es da Studien zu? Also ich habe jetzt keine Studien darüber gelesen. Sicherlich gibt es welche. Also ich muss sagen, ich bin da nicht so informiert. Ich weiß aber, dass dieser Impfung auf jeden Fall sehr nahegelegt wird von den Schulmedizinern. Die wird aber vom ersten Geschlechtsverkehr gemacht beim Mädchen. Ja, bei Jungs wird ja gar nichts gemacht, obwohl sie auch diesen Virus übertragen können. Das ist schon mal ein ganz anderes Thema. Aber diese Impfung soll quasi gegen bestimmte High-Risk-Typen schützen. Nicht gegen alle, aber gegen bestimmte, die also es gibt ja welche, die zu Gebärmutterhals ausdrücklich führen. Das ist zum Beispiel HPV High Risk 16 und 18, glaube ich. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, sie hatte diese Impfung bekommen, als sie jung war. Und sie wurde tatsächlich also gegen diese High-Risk-Typen geimpft. Sie hat diese Impfung auch gut vertragen und bisher hatte sie diese Probleme nicht, ja. Mhm. Man weiß aber natürlich nicht, wie jeder quasi drauf reagiert. Jede Frau ist anders. Es gab natürlich auch viele Geschichten über die Impfung, dass sie zu irgendwelchen Lähmungserscheinungen führen oder was weiß ich. Also es gab auch Skandalgeschichten schon im Fernsehen und so weiter. Also es gibt jetzt keine eindeutige Empfehlung in diesem Bereich. Also viele Schulmediziner raten dazu. Ich würde ehrlich gesagt selber nicht wissen, wie ich das machen würde. Ich habe ja diese Chance eigentlich schon verpasst. Obwohl es tatsächlich noch Frauenärzte gibt, die auch noch nach dem Erkranken, also nachdem man diese Infektion bekommen hat, dazu raten, diese Impfung zu machen. Ich weiß aber nicht, inwiefern das funktioniert. Also es ist weiß ich nicht genau. Aus deiner persönlichen Erfahrung, vielleicht auch Meinung, würdest du jungen Mädchen, die jetzt noch keinen Geschlechtsverkehr haben, wirklich zu dieser Impfung raten? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht.
Ich glaube, da muss man jeder selber für sich entscheiden. Ich wusste ja überhaupt nicht, dass es diese Impfung gibt. Ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich weiß nicht, seit wann überhaupt diese Impfung schon gibt. Das ist schon, finde ich, ein bisschen krass, dann auch im jungen Alter solche Impfung zu machen. Aber wenn das natürlich gegen Krebs schützt, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Nur muss man natürlich abwägen, welche Risiken gibt es überhaupt, weil die Ärzte raten dann zu irgendwas, aber wie in meinem Fall auch, gibt es sehr wenig Aufklärung über die Nebenwirkungen oder was schützt das überhaupt gegen alle High-Risk-Typen oder nur gegen zwei? Mhm. Und wenn man dann andere bekommt, die auch zu Veränderungen führen, was macht man dann? Also was nützt dann eine Impfung in dem Fall? Genau, also es ist sehr schwer. Ich glaube, wenn ich jetzt jung wäre, könnte ich das noch überlegen, aber da es für mich schon quasi vorbei ist mit der Chance, kann ich sehr wenig dazu sagen. Das ist so eine Art Wishful Thinking-Situation, ja. Genau. Ich weiß gar nicht mehr. Also bei mir war das ja genau an dem Alter, wo es da kam, glaube ich, auch die Impfung gerade so. Mhm. Ich habe mich nicht impfen lassen, das weiß ich auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da schon zu spät war, wenn man dann irgendwie sagt, ja, vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Ich weiß aber, dass es damals auch Freundinnen eventuell gemacht haben. Es ist mir auf jeden Fall präsent, dass es irgendwie so war. Ich bin ja auch irgendwie immer so ein bisschen, es gibt ja auch, klar, Grippeimpfungen und so weiter. Und bei Grippeimpfungen wird ja immer empfohlen, so kleine Kinder und ältere Leute. Und ich bin halt auch der Meinung, wenn das Immunsystem an sich intakt ist, das kann man natürlich, wenn ich jetzt so ein jugendliches Mädchen da habe, weiß ich nicht, ob sie in 30 Jahren ein gutes Immunsystem haben wird und wie sie auf sich achtet, ne? Aber ja, genau. Bin ich persönlich der Meinung, dass ne, so Bakterien und Viren ein gutes Immunsystem gut wegstecken könnte. Meinung. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Und genau das ist auch bei der HPV-Infektion. Da ist ein intaktes Immunsystem sehr wichtig, weil bei 90% der Frauen, die sich damit infizieren, kann der Körper, wenn das Immunsystem gut funktioniert, die Viren selbst bekämpfen. Das heißt, diese Veränderungen werden nur bei einer sehr geringen Anzahl an Frauen überhaupt ausbrechen. Und da ist auf jeden Fall das Thema Immunsystem sehr, sehr wichtig, dass man sein Immunsystem stärkt, weil den Virus selber loszuwerden ist nicht so einfach, aber man kann auf jeden Fall viel auf dieser Immunsystemseite tun. Und da gibt es ja also mehrere Möglichkeiten, nicht nur aus der Lebensstilseite, dass man zum Beispiel nicht raucht, kein Alkohol oder sehr wenig Alkohol trinkt, dass man gut schläft oder also qualitativen Schlaf bekommt sozusagen, dass man sich gesund ernährt, wenig Zucker zu sich nimmt. Das sind so diese Faktoren, die einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf das Immunsystem. Und ich habe auch sehr viele Informationen dazu auf zum Beispiel auf der Seite von der Stiftung von Deutscher Krebshilfe gefunden. Da werden diese ganzen Faktoren auf jeden Fall aufgezählt. Ich weiß nicht, warum meine Frauenärztin mir überhaupt nichts darüber erzählt hat, was man überhaupt alles machen kann, ja, weil sie gesagt hat, nee, man kann nichts machen und sie müssen nur abwarten. Und also dieses Abwarten, ich glaube, das ist die absolut schrecklichste, das ist das schrecklichste Teil, glaube ich, an dieser ganzen HPV-Geschichte, dass man im Prinzip so in der Situation gelassen wird, dass man nichts machen kann. Und das stimmt einfach nicht. Ja, wenn du das jetzt schon so ansprichst, ne, dass man auch was machen kann, jetzt losgelöst von der Schulmedizin und sich auf diese Verfahren zu verlassen, kann man ja auch persönlich was machen. Und ich weiß auch, du hast persönlich was gemacht. Also kannst du vielleicht ein paar Dinge benennen, die du gemacht hast, wo du davon ausgehst, dass sie dir geholfen haben? Sehr gerne, ja. Besser umzugehen und vielleicht auch, weil ich glaube, darüber hast du jetzt noch nicht gesprochen, wie sieht es denn gerade bei dir aus? Genau, ich hatte ja, wie gesagt, letzten November wieder eine Verschlechterung und daraufhin wurde mir ja dieser Eingriff angeboten. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich dann auch sehr viel recherchiert habe, was denn noch für andere Möglichkeiten gibt.
und habe mich dann entschieden, mich an eine Heilpraktikerin zu wenden, die sich für Frauheilkunde spezialisiert und auch unter anderem sich mit dieser Thematik HPV und Zellveränderungen, sie heißen auch Dysplasien, übrigens, damit wir diesen Begriff hier auch schon mal erwähnt haben, Dysplasien oder Zellveränderungen auseinandersetzt. Und genau, und Ende Februar habe ich mit ihr zusammen eine Therapie angefangen. Bevor ich aber zur Therapie was sage, möchte ich nochmal das Thema Lebensstil erwähnen, dass man wirklich sein Leben so gestaltet, dass man möglicherweise sich gesund ernährt, also möglichst viel Obst und Gemüse, möglichst weniger tierische Fette, weil die natürlich zu Entzündungen führen im Körper, wenig Zucker, auf jeden Fall aufhören mit Rauchen. Rauchen ist einer der größten Faktoren bei Zellveränderungen und vor allem bei Gebärmutterhalskrebs. Auch Alkohol sollte man reduzieren, also dass man dann ab und zu mal trinkt, das ist kein Problem, ja, aber halt nicht zu oft. Guter Schlaf und man sollte auf jeden Fall auf Bewegung achten, dass man sich regelmäßig bewegt. Das soll jetzt kein Hochleistungssport werden, aber dass man auf jeden Fall in der frischen Luft ist und das ist sehr gut fürs Immunsystem, das trainiert das Immunsystem. Mhm. Genau. Zur Therapie selber, man kann sowohl innerlich als auch lokal was machen, aber wie gesagt, nur bei bestimmten PAP-Werten. Also wie gesagt, ab PAP 4 würde ich auf jeden Fall auch im Gespräch mit dem Frauenarzt oder mit der Heilpraktikerin würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass man sich einen Eingriff dann in Betracht zieht. Aber man kann gleichzeitig trotzdem diese Unterstützung, diese naturheilkundliche Unterstützung weitermachen. Genau. Also innerlich kann man auf jeden Fall schauen, welche Mineralstoffe, Vitamine fehlen einem fürs Immunsystem. Da sind vor allem Vitamin C, Vitamin D, Selen und Zink. Und ich muss sagen, als ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe, habe ich tatsächlich dann auch mein Blutbild checken lassen und ich hatte sehr, sehr niedrige Werte von Selen und Zink. Und das ist auf jeden Fall bei dieser Erkrankung sehr, sehr schlecht. Und ich habe damit angefangen, das zu supplementieren. Vitamin D war bei mir auch im Keller übrigens und Vitamin D ist sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem. Mhm. Genau, was so Vitamin C angeht, man kann entweder hochdosiertes Vitamin C über Kapseln nehmen. Ich nehme zum Beispiel Elster C, du glaube ich auch. Das ist ein sehr magenschonendes Vitamin C und ich vertrage das sehr, sehr gut. Und es ist sehr hochdosiert. Oder man kann auch Vitamin C-Infusion machen. Das hat mir zum Beispiel eine Heilpraktikerin auch empfohlen. Das kann man zweimal im Jahr jeweils 10 Sitzungen machen und das hilft gegen Entzündungen halt im ganzen Körper. Genau. Moment, ich habe hier ganz viel aufgeschrieben. genau, was auch noch steht bei mir, auf jeden Fall Umgang mit Stress. Stress ist sehr schlecht fürs Immunsystem. Das fährt das Immunsystem runter. Das ist schlecht für die Hormone und auch ein hormonelles Gleichgewicht ist ganz wichtig bei dieser Thematik, weil ich habe auch gelesen, Östrogendominanz kann, also wenn man zu viele Östrogene hat zum Beispiel, das passiert, wenn man chronischen Stress hat, dass man zu wenig Progesteron hat zum Beispiel und das führt zu Östrogendominanz und dass zu viele Östrogene, vor allem schlechte Östrogene zu solchen Veränderungen führen können oder die begünstigen können sozusagen. Da muss man auch drauf achten. Dann, was ganz wichtig ist, wenn man diese Zellveränderungen hat am Muttermund und auch in der Scheide zum Beispiel, da ist dieser ganze Flora, diese Vaginalflora sehr, sehr beschädigt, sage ich mal, oder die Schleimhaut ist auch beschädigt. Mhm. Da kann man einiges machen, um diese Flora wieder zu erwecken, sozusagen zum Leben, die gute Flora und die Schleimhaut zu unterstützen. Da gibt es zum Beispiel unter anderem Zäpfchen, die man kaufen kann,
Es gibt mehrere Anbieter in Deutschland, aber auch in Österreich, die heißen regenerierende Zäpfchen. Die haben unter anderem zum Beispiel Rosenöl und verschiedene Vitamine und antivirale Kräuter, die quasi die Schleimhaut regenerieren und aufbauen und auch antiviral wirken. Ja, das hat mir sehr geholfen. Das nehme ich immer noch. Also man macht so eine Kur sozusagen. Gleichzeitig habe ich noch eine Kur mit Vitamin D-Zäpfchen gemacht. Die sind auch sehr gut bei verschiedenen Entzündungen. Und ansonsten hat mir meine Heilpraktikerin auch dazu geraten, Sitzbäder zu machen mit Kräutern. Also die sind auch antiviral, zum Beispiel mit Taubnessel, mit Ringelblume, Lavendel, Zinnkraut. Was war da noch drin? Das ist schon ganz viel. Eichenrinde, Frauenmantel, Schafgarbe. Das sind so 7 bis 8 Kräuter, die ich dann gemischt habe. Das habe ich mir alle selber gemischt nach ihrer Anleitung und mache dann 3 bis 4 Mal die Woche diese Sitzbäder. Die helfen dazu, die Schleimhaut zu beruhigen. Und also das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Auch für so mein individuelles Wohlbefinden, sage ich mal. Genau. Was man auch noch von der Ernährung her machen kann, man kann antientzündliche Gewürze benutzen, zum Beispiel wie Kurkuma. Ich mische mir Kurkuma jeden Morgen mein Frühstück ein. Man kann das auch irgendwie in einen Apfelsaft reinmischen. Auch was sehr, sehr gut ist, ist Brokkoli zum Beispiel oder alle Kohlarten, weil sie diese Sulforaphan enthalten und Sulforaphan ist sehr gut bei dem Bekämpfen von Krebszellen. Es ist also, je mehr man davon isst, desto besser. Es gibt tatsächlich auch Präparate mit Sulforaphan. Ich habe sie noch nie ausprobiert, aber kann man sich auch auf jeden Fall reinlesen darüber. Genau, was auch noch gibt, ist zum Beispiel Grünteeextrakt. Das habe ich auch genommen. Grünteeextrakt ist auch sehr, sehr gut bei HPV und bei diesen Entzündungen am Muttermund. Das mache ich auch immer noch, dass ich eine Kapsel pro Tag nehme. Und genau, was noch? Das war es so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Und ganz wichtig auf jeden Fall, ich habe ja schon Stress erwähnt, sich mit dem Stress auseinanderzusetzen und verschiedene Techniken erlernen, was einem so gut tut. Und weil ich muss sagen, diese HPV-Geschichte bei mir, das hat schon einen großen Einfluss auf meine Psyche gehabt. Das ist auch bei vielen Frauen der Fall. Man hat viel Angst, weil man sehr... Man bekommt keine Erklärung vom Frauenarzt, wenn man keinen guten Frauenarzt hat. Und man hat immer so ein bisschen, man lebt so mit dieser Angst, dass es zum Krebs werden könnte. Und das muss nicht sein, sozusagen. Solange man die Befunde hat und sie auch richtig deuten kann, dann ist alles gut. Und wenn man sich aktiv dann unterstützt und seinen Körper unterstützt und seinen Geist, dann... Und auch dem Körper vertraue, dass der Körper auch heilen kann, weil daran glaube ich sehr, dass diese Glaubenssätze auch eine große Wirkung haben. Dann kann man auch diese HPV-Geschichte auch loswerden. Ich habe auch sehr viele Foren gefunden, wo Frauen mit naturheilkundlichen Mitteln sogar PAP4 bekämpft haben, aber auch halt niedrigere wie bei mir, PAP3D. Und das hat mir auch sehr viel Mut gegeben. Das wollte ich auch heute mit dir auf jeden Fall teilen. Ja, ich kenne tatsächlich, also nicht persönlich, aber ich weiß, es gibt diese australische YouTuberin Sarah Stay, die ursprünglich auch mal PCOS hatte und Akne, und deswegen hat sie das gestartet, diesen YouTube-Kanal. Ja. Aber im letzten Jahr hatte sie tatsächlich auch das HPV-Virus, und ich glaube auch High Grade, also... Genau, ich kenne sie auch tatsächlich über diese Geschichte, und genau, und sie hatte, glaube ich, tatsächlich an Cervix, also am Gebärmutterhals, CIN3, das ist schon quasi die dritte Stufe, sehr, sehr, sehr schwergradige Veränderungen, das hat sie wegbekommen, mit verschiedenen Mitteln sozusagen, genau, ja. Ja, sie hat da, glaube ich, auch sehr auf die Ernährung geachtet, ja.
Ja. Was ich so an allgemein immer so sehe, ich glaube auch, ne, ich glaube, sie hat auch mit Stress, wie du sagtest, das habe ich bei ihr auch gesehen, dass sie so ja, auf ihren Schlaf geachtet hat und natürlich auch versucht hat, sich ganz viel gute Laune zu machen und ein ganz, ganz fröhlicher Mensch ist. Und ich glaube auch, dass das großen Einfluss hat. Du hattest, da möchte ich jetzt gerne nochmal kurz eingehen, du hattest tierische Fette erwähnt. Isst du tierische Produkte oder würdest du jetzt tierische Fette sagen oder tierische Produkte im Allgemeinen? Also tierische Produkte. Tierische Fette habe ich zum Beispiel auf dieser Seite von der Deutschen Krebshilfe gefunden. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von zu 80% pflanzenbasierte Ernährung. Mhm. Ich bin keine Veganerin oder Vegetarierin, aber ich würde sagen, ich und mein Freund essen zu 80, sogar zu 85 oder 90% pflanzenbasiert. Und wenn wir uns schon Fleisch kaufen zum Beispiel, das ist normalerweise aus der biologischen Zucht und ich nehme eigentlich fast keine Milchprodukte zu mir, weil ich Laktoseintoleranz habe und ich weiß auch, dass Milchprodukte zum Beispiel oder auch tierische Produkte grundsätzlich zu Entzündungen im Körper führen. Und wenn man natürlich schon Entzündungen hat, sollte man nicht noch mehr Holz ins Feuer legen, sage ich mal. Mhm. Genau, das ist so mein Ansatz. Mhm. Ja, das ist auch jetzt auch immer sehr persönlich und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, was man da so sagt, aber besonders, wenn es so in diese Krebsrichtung geht, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Krebs haben könnte oder irgendwie so, aber man muss sich schon auch angucken, ne, wie Zellen, also diese Zellen müssen sich ja auch von irgendwas ernähren und wie wachsen Zellen? Natürlich, wenn sie die richtigen Nährstoffe haben und sie werden sich natürlich jetzt nicht unbedingt von Polyphenolen, von Pflanzen und Obst, also Gemüse und Obst ernähren, sondern die mögen halt sehr, sehr gerne tatsächlich auch, denke ich, Zucker, da kommt ja sehr viel Energie her, aber auch Protein, weil wenn man mal überlegt, warum wir Protein essen, damit unsere Muskeln wachsen, das ist ja im Leistungssport oder im Sport allgemein sehr, sehr wichtig, sage ich mal so, und besonders halt, ja, tierische Produkte sind schon, also das heißt nicht, dass man jetzt komplett darauf verzichten muss, aber der Umgang und woher auch dieses Fleisch kommt und wie viel man davon überhaupt isst. Ich glaube nämlich nicht, dass es unbedingt normal ist, dass wir jeden Tag irgendwie morgens, mittags, abends irgendwelche tierischen Produkte essen sollten. Und das finde ich einen guten Punkt, dass du auch sagst, 80% schon sehr viele pflanzliche Nährstoffe. Finde ich ein guter Punkt, weil ich glaube, Das ist Leben. Das ist, ja, ne? Ich muss auch sagen, als ich mein Blutbild machen lassen habe, habe ich auch gesehen, dass auch die gesunde Ernährung schon sehr viel auch ausmacht. Ja. Mhm. Und ich glaube, vor allem bei solchen Belastungssituationen wie so eine HPV-Infektion sollte man auf jeden Fall stärker darauf achten, dass man sich gesund ernährt, weil der Körper ist schon belastet mit dieser Infektion. Da sollte man sich eher unterstützen. Ja. Ja, und genau, wie du auch sagtest, diese sekundären Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel, ne, was im Kurkuma drin ist, was antientzündlich ist, Polyphenole und so weiter, das kann ja nur helfen. Also schaden wird es auf jeden Fall nicht. Nee. Da ein bisschen Eigenverantwortung zu übernehmen, finde ich, ist ein wichtiger und auch ein schöner Punkt, weil man dementsprechend auch das Gefühl hat, glaube, man ist nicht ganz machtlos und hilflos, sondern man nimmt, und das bringt auch, glaube ich, immer so ein kleines Momentum, auch wenn vielleicht dieses, ich kann mir gut vorstellen, dass man trotzdem irgendwie ein bisschen Zweifel natürlich im Hinterkopf hat, aber ne, trotzdem dieses Momentum hat und diesen kleinen Mindset-Shift, so okay, jetzt nehme ich mein Leben hier in die Hand und ich kann das schaffen. Ich mache jetzt was für mich und meinen Körper, weil ich irgendwie die andere Option möchte ich nicht. Da möchte ich eigentlich gar nicht hingehen und ich versuche das jetzt auf eine andere Art und Weise zu machen. Und hoffentlich wird das dann auch gut ausgehen. Darf ich fragen, ob du seit November dann nochmal eine Untersuchung hattest? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt, ich habe ja gesagt, ich habe meine Frauenärztin gewechselt, weil ich nach einer gesucht habe, die mich wirklich aufklärt und die nicht direkt zu einem Eingriff dann rät. Und so eine habe ich gefunden, auch auf Empfehlung. Und bei ihr hatte ich jetzt Ende März eine Kontrolle nochmal und mein Pappwert hat sich auf 2
2P verändert. Also die Veränderungen sind nur noch sehr, 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 sehr klein. Und ich hatte aber, muss ich sagen, schon selber so ein persönliches Gefühl, dass es besser geworden ist. Und genau, das hat mich natürlich sehr gefreut, dass die Therapie, die ich jetzt Ende Februar angefangen habe, wirklich auch gewirkt hat, also relativ kurzfristig auch. Mhm. Und ich mache auch so weiter und hoffe, dass ich dann in den nächsten 6 bis 12 Monaten diese Infektion auch loswerden kann. Mhm. Genau. Wann wäre der nächste Termin? Das wäre jetzt im Ende September, genau. Ende okay. September. Ich drücke die Daumen auf jeden Danke. Fall. Danke. Ja. Möchtest du noch etwas sagen zum HPV? Oder gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall mitgeben möchtest? Ich glaube, ich würde das nochmal so zusammenfassen. Was mir damals gefehlt hat, als ich diese Diagnose bekam, waren überhaupt diese Aufklärung und was genau bedeutet das? Was gibt es für Möglichkeiten, das natürlich zu behandeln? Dass die Frauen wissen, es gibt nicht nur eine Operation, die man dann in Erwägung zieht. Natürlich bei hochgradigen Veränderungen würde ich das auf jeden Fall machen. Also wenn ich das hätte. Aber bei allen anderen würde ich erstmal versuchen, den Körper zu unterstützen. Und da, wie gesagt, kann man sehr viel machen. Es ist auch kein Hokuspokus, ja. Also das sind Sachen, die man sonst auch für sein gesundes Leben machen sollte, sozusagen. Aber das sind jetzt keine Globulis oder so, die man nimmt. Und das sind alles hochwirksame Mittel, sozusagen. Und man soll einfach so dieses Glauben an sich nicht verlieren, dass der Körper irgendwie völlig aus der Kontrolle geraten ist und kommt dann mit dem Virus nicht klar. Das ist nicht der Fall. Der Körper möchte den Virus loswerden und wenn wir ihm das Nötige geben, die nötige Hilfe, dann klappt das ja auch. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelesen über Frauen, die das hinbekommen haben und nie wieder diesen Virus bekommen haben. Und da möchte ich einfach jeder Frau sagen, lasst euch keine Angst machen vom Arzt, dass man direkt irgendwie schneiden muss. Vor allem, wenn ihr mittelschwere oder eher leichtgradige Veränderungen habt. Und ihr könnt viel machen für euch und nehmt das ein bisschen in die Hand, weil das ist euer Körper. Und vor allem, wenn ihr noch Kinderwunsch habt, das ist ganz wichtig, dass man dann nicht irgendwelche hastige Entscheidungen trifft. Und es ist wichtig, dass man so ein bisschen die Ruhe bewahrt und auch daran arbeitet, dass man ausgeglichener ist und keine Angst vor Krebs hat, weil wie gesagt, nur bei sehr, sehr wenigen Frauen in sehr, sehr langen Zeitabständen kann HPV High Risk zu Krebs führen, aber eine Krebsvorstufe einer Dysplasie ist kein Krebs. Also man hat noch keinen Krebs und das ist ganz wichtig zu sagen, weil viele direkt denken, oh mein Gott, ich werde morgen sterben. Und genau so war es bei mir, aber das ist nicht der Fall. Und man kann ein bisschen ausatmen und in Ruhe sich überlegen, was mache ich als nächstes. Genau. Danke, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Gerne. Und ich finde es auch ganz wichtig, du hast es am Anfang gesagt, ne? Vielleicht auch eine zweite oder dritte Meinung einholen. Genau. Und da fiel mir auch nochmal ein, wie das die Sarah Stay gemacht hat in Australien, auch tatsächlich mit dem Frauenarzt. Ne? Wir wollen jetzt natürlich nicht die Schulmedizin irgendwie hinten anstellen und sagen... Also, überhaupt nicht, nein. Sondern was sie gemacht hat, und das fand ich wirklich einen guten Ansatz, gesagt haben, sind 3 Monate... ohne jetzt was zu unternehmen und ich versuche das selber hinzubekommen. Also mit dem Arzt ist wirklich so absprechen, gib mir 3 Monate oder 6 Monate, je nachdem, was der Arzt da auch anbietet. Ja. Ne? Und zu sagen, ich möchte das jetzt versuchen, ich krempe kurz mal mein Leben um und hau da richtig in rein sozusagen, da wirklich was zu verändern. Und dann auch ein paar Monate zu nehmen, so hat es die Sarah Stay gemacht und gesagt, okay, ich gucke jetzt hier mit meiner Ernährung, dass ich wirklich ganz viele Pflanzen, Obst und sekundäre Pflanzenstoffe in mich reinkriege, vielleicht auch tierische Produkte runterfahre und dann kann man in 3 Monaten, 6 Monaten nochmal zum Arzt gehen und evaluieren, ne, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Ist es schlimmer geworden, ist es gleich geblieben, ist es weniger geworden? Das fand ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz und ich glaube, das machst du ja auch gerade in dem Sinne, ne? Das ist mal so auf eigener Faust, das machst und dann natürlich, ich hoffe natürlich, dass das für dich
sehr, sehr gut ausgeht und dass es weiter zurückgeht. Also ich finde es schon Wahnsinn, dass es zurückgegangen ist. Ja. Hast du denn eventuell eine Buchempfehlung für uns? Eine Buchempfehlung? Da müsste ich mir überlegen. Also tatsächlich gibt es ein Buch von Frau Madejski, das ist eine Heilpraktikerin aus Deutschland. Sie schreibt sehr viel über Frauenmantel. Moment, ich muss mal gucken, wie das heißt. Das heißt Alchemilla von Margret Madejski, genau. Und sie schreibt sehr viel über so naturheilkundliche Ansätze, grundsätzlich bei Problemen, die so eine Frau in ihrem Leben hat, bei hormonellen Beschwerden und so weiter. Und sie hat auch eine sehr gute Beschreibung von HPV-Virus und was das überhaupt bedeutet für eine Frau. Und weil es gibt ja immer Gründe, warum eine Frau oder grundsätzlich ein Mensch gewisse Erkrankungen bekommt. Und da das finde ich einfach ganz gut zu schauen, was kann ich überhaupt in meinem Leben ändern, dass das nicht vorkommt. Weil ich finde, wegschneiden ist wieder so ein bisschen diese Linderung von Symptomen, aber führt nicht zu Bekämpfung von Problemen von der Wurzel. Ja, weil ich weiß, warum ich das bekommen habe. Mein Immunsystem war sehr schwach, weil ich 1-2 Jahre wirklich sehr viel Stress hatte. Und das hat zu sehr, sehr vielen Problemen in meiner Gesundheit geführt, abgesehen von HPV-Infektionen. Und ich würde jeder Frau empfehlen, einfach so grundsätzlich das Leben anzuschauen, wie viel Stress habe ich, wie ernähre ich mich, wie gut ist meine Beziehung oder nehme ich mir vielleicht zu viel auf der Arbeit auf mich oder ja, also es gibt so viele Gründe und ich finde, eine ganzheitliche Betrachtung ist immer vorteilhafter als nur die Symptome zu bekämpfen. Vor allem, es gibt ja auch es gibt keine Garantie, dass man nach dieser Operation nicht schon wieder diese Entzündungen bekommt. Und in dem Bereich an Muttermund kann man, wie gesagt, nicht unendlos schneiden. Und da würde ich vielleicht unterstützen, andere Methoden anwenden. Das finde ich ein guter Punkt. Das Buch werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, sodass alle es auch finden können. Gibt es denn etwas, woran du gerade an dir selbst arbeitest? Ja, tatsächlich. An vielen Dingen muss ich sagen, aber vielleicht kann ich eine erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Das innere Kind muss Heimat finden. Kennst du bestimmt, oder? Ja. Ich lese das gerade, ich finde das total faszinierend und ich möchte so ein bisschen über mich selbst lernen, weil ich weiß, dass auch in meinem Leben sehr viele Dinge aus der Kindheit kommen und dass ich so ein bisschen schauen möchte, wie kann ich mein inneres Kind ein bisschen glücklicher machen oder nicht immer so aus gewissen automatischen Reaktionen handeln, sondern eher aus meinem erwachsenen Ich sozusagen. Ja. Genau, finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, alle haben in sich ein kleines, gebrochenes, verletzliches Kind. Und das ist tatsächlich so das Unterbewusstsein. Und ich habe das Buch auch, ich glaube, als Hörbuch sogar gehört. Und es ist wahnsinnig spannend. Also ich habe mich sehr viel auch damit beschäftigt und sehr viele auch Muster dadurch aufdecken können. Ne? Ja. Irgendjemand sagt was, dann kommt bei mir irgend so ein Gefühl und ein Gedanke und aus diesem handle ich. Ne? Und das ist jetzt wenigstens mal in den Vordergrund, ins Bewusstsein gerückt, so, oh, warte mal, könnte man da auch anders rangehen? Ja, auf jeden Fall. Und wahnsinnig spannend. Ja, super Thema. Hast du oder gibt es eine Sache, die jeder von uns für ein gesünderes Leben tun kann? Ja, ich glaube, also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall der Stress ist das Wichtigste, was heutzutage zu so vielen Krankheiten führt, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und dass man auf jeden Fall sich bewusst macht, was stresst mich, wie kann ich das reduzieren? Ich meine, wir können natürlich nicht mit einer Käseglocke rumlaufen und uns von allem Stress schützen, aber wir können schon viel tun, weil für viele Stress ist nur so ein Gefühl, aber es ist eigentlich ein richtig biochemischer Prozess im Körper und das führt zu so vielen Schäden,
Und das ist so ein bisschen auch die Krankheit unserer Generation, sage ich mal, weil wir so überfordert sind mit den ganzen Informationen und Möglichkeiten. Genau, das wäre, glaube ich, so mein Tipp für ein gesünderes Leben, auf jeden Fall sich dem Thema Stress widmen und schauen, wo kann man das besser machen und wie kann man Stress abbauen. Genau. Ja, was kann man dann für ein erfüllteres Leben tun? Erfüllteres Leben tun. erfüllteres Leben, das ist natürlich sehr, sehr großer Begriff. Ich glaube, auf jeden Fall lernen, Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun. Und auch Menschen loszulassen, die uns nicht gut tun. Und versuchen, das im Leben zu machen, wo wir quasi für uns den Sinn finden. Also zum Beispiel für mich persönlich, ich arbeite auch so gerade ein bisschen dran, ich möchte etwas quasi auch beruflich machen, was mich erfüllt als Mensch, ja. Mhm. Und daran arbeite ich gerade, dass es auch so wahr wird. Und das wäre für mich, glaube ich, auch noch so ein Zeichen für ein erfüllteres Leben, unter anderem. Ja, das ist natürlich nicht das Einzige. Familie und Beziehungen sind auch sehr wichtig für ein erfüllteres Leben, aber auch zum Beispiel eine sinnstiftende Tätigkeit ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Und wir leben ja in einer, ich will jetzt nicht sagen männerlastigen, aber männlichen, energielastigen Gesellschaft, dass wir immer dieses, ne, das kommt auch dieser Stress ja immer, dieses Go, Go, Go und wir müssen uns hier durchgehen. Genau, go for it. Was können wir dann für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun? Für mehr Weiblichkeit? Ich glaube, also aus meiner Sicht, was ich so über mich selber berichten kann, dass man nicht immer sich so stresst, um die Beste zu sein. Mhm. Und einfach überall 100% zu geben. Ich habe darüber auch schon selber einen Post geschrieben. Man wird dann dazu getrieben, du musst überall die Beste sein, im Job, in der Familie, als Frau und als Mutter und überall dich irgendwie durchsetzen und so. Das führt zu so viel Stress. Und wir vergessen einfach, dass wir als Frauen so viele andere Fähigkeiten haben und so viele anderen guten Eigenschaften haben, einfach Frau zu sein, dass es auch keine Schande ist. Das ist heutzutage so ein bisschen verpönt. Ja, wenn man nur Frau ist, dann ist man nicht mehr so feministisch und nicht mehr so unabhängig. Das stimmt aber nicht. Man kann verschiedene Eigenschaften in sich verbinden. Und ich glaube, man soll sich auch manchmal auch erlauben, einfach Frau zu sein, ja, also sich auch nicht immer irgendwie überall, wie sagt man das, den Männern die Show zu stellen, also das muss nicht irgendwie das Lebenswerk sein. Ja, ich glaube auch, dass in der Weiblichkeit einfach so viel Stärke und Kraft liegen kann und dass wir damit eigentlich so viel erreichen könnten, wenn wir nicht versuchen würden, ständig in dieser anderen Energie zu sein, die uns vielleicht Immer stark zu sein, genau. Aber dass wir mit dieser Weichheit viel, viel weiterkommen könnten. Genau. Was können wir dann, also ich und auch die Zuhörer, für dich tun? Für mich tun? Mhm. Ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn viele Frauen diesen Podcast hören und vor allem die betroffenen Frauen von dieser HPV-Infektion und überhaupt grundsätzlich von gesundheitlichen Problemen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also mir persönlich würde das einfach sehr, mich würde das glücklich machen, weil ich weiß, ich hab so ein bisschen meinen Beitrag geleistet und könnte helfen. Ich habe sowieso so ein Helfersyndrom, aber ich finde es einfach sehr wichtig, dass Frauen sich da nicht alleingelassen fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe. Das muss wirklich nicht sein. Und wenn sie diesen Podcast hören oder auch vielleicht einen Blogbeitrag von mir lesen wollen, ich arbeite auch dran zu dieser ganzen Thematik. Ich werde das ausführlich erklären alles und nochmal
schreiben, damit man das auch durchlesen kann. Das würde mir sehr helfen, glaube ich. Ja. Da würde ich mich sehr freuen. Wo können wir dich dann finden? Im Internet und auf Instagram? Ich kann dir meinen Account schicken. Das heißt Julia mit Y. Ja. Ich schreibe grundsätzlich sehr viel zum Thema Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Und genau, natürliche Heilmittel sozusagen auch über die Ernährung. Ihr könnt mir natürlich folgen, aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich wichtig, dass wir in diesem Podcast diese wichtigen Infos schon mal genannt haben und alles Weitere gibt es dann im Blogbeitrag. Dann vielen, vielen Dank dir für diese ausführlichen Infos und den Mut, den du auch, glaube ich, ganz sehr gut gerne machen konntest. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Sonnenschein. Danke dir. Wünsche ich dir. Vielen Dank, Julia. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus diesem interessanten Podcast-Interview mitnehmen. HPV-Virus und Gebärmutterhalskrebs ist tatsächlich etwas, womit ich nicht vorher mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Das war wirklich, das habe ich ja schon erwähnt, im Gespräch irgendwann, als ich 13, 14, 15 war oder so, war das erste Mal Thema und da kam diese Impfung auf einmal auf und jeder sprach darüber und dann habe ich das tatsächlich wieder vergessen. Aber ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viele Frauen auch betreffen kann und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Julia hat so viel wertvolle Tipps und Infos gegeben und ja, wenn dir dieser Beitrag oder dieser Podcast gefallen hat, dann schreib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlass mir deine Gedanken oder auch deine Key Takeaways zu dieser Podcast-Folge unter dem heutigen Instagram-Post. Ich freue mich auf dich auf Instagram und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Fühl dich umarmt, deine Julia.